Hier ist Miss Vernährung. Danke, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute wieder mein Aufräumvideo für die Woche. Sonntag, typische Zeit, um dir mitzuteilen, was diese Woche so ansteht. Und zwar geht es um die 11. Woche, den 13.3. ab Montag lege ich los. Und hatte das ja im letzten Video schon gesagt, hatte mich schon gefreut. War ein Projekt, was mir eigentlich ganz schön wichtig ist, was bei mir viel ausmacht, wo man viel sehen wird, wenn ich das jetzt fertig habe. Ich hatte ja letzte Woche die Fenster geputzt und das ist schick. Ich sehe schon deutlich den Unterschied. Und das hat auch gut geklappt mit den Zimmern jeden Tag. Wobei ich mit dem Kinderzimmer ein bisschen Probleme hatte, weil an dem Tag die Sonne ganz schön doll schien. Aber auch das hat geklappt. Ich hatte dann einen geeigneten Zeitpunkt abgewartet. Und ich dir deutlich sagen muss, ich wirklich, je regelmäßiger und öfter du das machst, desto einfacher ist es wirklich, die Sachen sauber zu halten. Und je weniger Aufwand brauchst du, um die Sachen ordentlich und sauber zu halten. Und du denk jetzt dran weiterhin, falls du dicke, fette Gardinen oder auch Übergardinen, keine Ahnung, helle Stores hast, staubst du immer ein bisschen regelmäßig aus, gerade wenn du jetzt dein Fenster geputzt hast, damit die gar nicht erst so verdrecken. Wirbel also den Staub ein bisschen raus und oben die Stangen auch, damit das weiterhin schön bleibt. Ja, ansonsten lege ich jetzt los mit der neuen Woche. Kurzer Ausflug in meine Familie. Was war letzte Woche? Alles gut entspannt, viele neue Sachen gebacken und probiert, viel Gedanken gemacht um die nächsten Wochenenden. Da ist irgendwie ganz viel zu tun. Jetzt dieses Wochenende noch, vor Montag von dieser Woche, gehen wir zu meiner Nichte und meinem Neffen zum Geburtstag. Da will ich noch eine ganz tolle Motivtorte, so eine halbe Motivtorte backen. Da will ich euch auch auf jeden Fall ein Tutorial mitbringen. Mein Mann hat am Donnerstag Auftritt im Rickenbackers, der singt ja nebenbei auch in der Band. Und das war auch sehr schicki, aber sehr anstrengend, so mitten in der Woche bis nachts 1 Uhr da irgendwo zu sein, um 2 Uhr nach Hause, nächsten Tag wieder arbeiten. War aber ganz klasse, kann ich euch ja mal auch den Link da unten rein in die Infobox geben von seiner Band, weil mein Männer ja auch mir den Song gemacht hat für meine Backvideos sozusagen. Den hat er mir selber geschrieben und selber gesungen. Was gibt's noch? Nächste Woche backe ich ein paar tolle Torten, die mir schon am Herzen lagen. Werde ich auch hoffentlich euch zeigen mal. Eigentlich soll es eine Hemdtorte werden. Mal sehen, ob ich sie schaffe. Und eine Feuerwehrtorte. Ich hoffe, ich schaffe da auch ein Video zu drehen, das zu bearbeiten und reinzustellen. Ja, und jetzt geht's los mit dem neuen Projekt, der neuen Extraaufgabe für die Woche. Und zwar sind das bei mir Lampen. Ich habe nämlich, als ich letzte Woche das Video gedreht habe und wie mir meine Wohnzimmerlampe angeschaut, ich habe 2 große Wohnzimmerlampen plus diverse Stehlampen und habe gesehen, oh, die ist schon wieder dran. Außerdem schien letztens die Sonne so schön rein. Ich habe da nämlich einen Kristallleuchter. Ich glaube, ich habe vor 2 Jahren schon mal ein Video dazu gezeigt. Und der funkelt richtig klasse, wenn die Sonne reinscheint und die Sonne sich in den Kristallen drin bricht. Und zwar ist es kein einfacher Glasleuchter sozusagen. Es gibt ja einmal unechte Kristalle und dann die echten. Und ich hatte damals mir vor Ewigkeiten, wie gesagt, einen ganz schönen echten gekauft. Total herrlich. Ja. Also es sind jetzt, wie gesagt, alle Lampen dran, wenn ihr Zeit habt. Also erstmal alle Wandlampen, also die an der Decke hängen, Deckenlampen. Auf jeden Fall in jedem Zimmer, also Wohnzimmer, Deckenlampe, Küche, Deckenlampe und so weiter. Wenn ihr noch Zeit habt und es schafft und sagt, boah, ich habe aber heute Abend noch ein paar Reserven, dann geht es natürlich auch gerne an die Stehlampen, an die kleinen Tischlampen, was auch immer ran. Wer schafft sogar vielleicht irgendwelche Kerzenwandhalter oder was auch immer die irgendwo sind. Aber es sollte schon so viel wie möglich geschafft werden. Decklampen auf jeden Fall. Dazu jetzt so ein paar kurze Tipps wieder mal. Wobei ich das mit dem Kronleuchter, glaube ich, nochmal als kleines Extra-Video machen werde, weil ich euch einfach meine Methode zeigen möchte. Und also Lampen reinigen am besten natürlich nur, wenn es geht, bei Tageslicht. Das ist wirklich die beste Voraussetzung, weil der Stromstecker wirklich gezogen sein sollte. Also bei Stehlampen oder sonst was Stromstecker ziehen, bei großen Lampen vielleicht sogar gegebenenfalls die Sicherung raus,
eine Haushaltslampe, Quatsch, eine Haushaltsleiter bereithalten, ja, und dann vorsichtig losarbeiten. Ihr wisst, Haushaltsunfälle sind die gefährlichsten und die enden auch oft sehr böse. Natürlich auch gucken, dass die Lampen nicht mehr heiß sind, dass sie nicht die ganze Zeit an waren. Und was noch wichtig ist, wenn ihr jetzt die Lampen reinigt, dann denkt danach daran, genau wie bei den Fenstern, sie regelmäßig abzustauben. Regelmäßig abstauben ist wirklich sehr, sehr wichtig. Dann habt ihr weniger Arbeit und Dreck brennt sich natürlich auch in Lampen ein. Dementsprechend, wer regelmäßig abstaubt, hat eigentlich gewonnen, weil er nicht so viel Arbeit hat. Das heißt danach immer, keine Ahnung, wie es in eure Routine passt. Vielleicht macht ihr das in die Abendroutine rein, dass kurz mal mit einem Staubwedel über lang gegangen wird. Da will ich eigentlich gleich auch nochmal zukommen zu meinem Staubwedel, zu meinem allerliebsten Staubwedel. So, und jetzt muss ich dir noch meinen wunderschönen Staubwedel zeigen. Das ist ein Straußenfedern-Staubwedel. Die sind im Gegensatz zu normalen Staubwedeln, zu synthetischen Staubwedeln, hochelektrostatisch und ziehen dadurch den Schmutz sehr gut an. Also für die meisten Lampen, wenn es jetzt nicht gerade ein Stoffschirm ist oder sowas, also sogar für Kristallleuchter, könntet ihr euch auf 5 Liter Wasser einfach einen Teelöffel Salz mischen und damit spülen. Und damit könntet ihr die gesamte Lampe vorsichtig putzen, entweder mit einer Sprühflasche das da reinmachen oder auch in einen Eimer und dann mit Lappen. Denkt dran, dass der Lappen immer sauber sein muss, den du benutzt, sonst zerkratzt du vielleicht irgendwas an der Oberfläche oder so. Also wirklich immer saubere Lappen nehmen. Und falls du was gegen Kalk haben möchtest, machst du natürlich noch ein bisschen Essig ran. Und ansonsten dieses Salz und Wasser lässt eigentlich deine Lampe glänzen. Und du musst dann natürlich danach nochmal trocken nachpolieren, das ist sehr wichtig. Wenn es Küchenlampen sind, kommst du da nicht ganz so weiter. Die sind oft fettig oder auch Lampen von überm Esstisch. Da solltest du auf jeden Fall noch Spülmittel mit reingeben, wenn es sein muss, weil das ist natürlich, damit die Fettreste gelöst werden. Ansonsten genau das gleiche. Wasser, Salz und dann noch ein paar Spritzer Spülmittel dazu. Wenn du eine Chromlampe hast und das noch nicht wusstest, eignet sich natürlich perfekt Chrompolitur, also gibt es ja fürs Auto zu kaufen und genau die ist wirklich perfekt. Damit kann man Chromlampen super reinigen, super sauber machen. Die behalten ihren Glanz danach, die sind natürlich geschützt davor, Schmutz danach. Super klasse Sache, lohnt sich auf jeden Fall die Anschaffung da. Da gibt es auch jetzt kein wirklich tolles extra Hausmittel, weil gerade diese Chrompolitur danach die Lampe sehr lange sauber hält, schmutzabweisend ist. Wenn du Textillampen hast, Stofflampen, wie auch immer, dann solltest du auf jeden Fall dir angewöhnen, wenn du saugst, die regelmäßig mit abzusaugen. Da nimmst du nicht den normalen Bodensauger natürlich, sondern die Sofadüse am besten und saugst deine Lampe schön ab. Das kannst du wirklich mit fast allen Lampen machen, entweder mit der Sofadüse oder auch mit so einem schmalen Ding, einfach nur die ein bisschen abzusaugen, hilft unglaublich. Wenn sie irgendwo Kleinteile hat und du Angst hast, kannst du eine Strumpfhose mal zerschneiden, die sowieso weg musste, die darüber knoten, kurz mit einem Gummi fest machen und auch so einsaugen, dann kann dir nichts in den Staubsaugerbeutel reingehen, falls du da Angst hast, dass da was passiert. Auf jeden Fall regelmäßig absaugen oder abwedeln hilft unglaublich, dass die Lampen gar nicht erst so dreckig werden. Und dann natürlich auf kleinster Stärke nur saugen, ne? Also eine Polsterdüse oder wie gesagt eine kleine Düse oder einfach nur so und dann auf kleinste Stärke vorsichtig absaugen. Was gibt es noch? Natürlich die Leuchtmittel, die solltet ihr nicht nass oder wie auch immer, die solltet ihr nur feucht abwischen. Also feucht, ich würde sie eigentlich nur mit einem Tuch vorsichtig abwischen, den Staub entfernen. Da würde ich gar nicht wirklich mit Feuchtigkeit rangehen. Bei Halogenlampen müsst ihr natürlich beachten, dass Halogenlampen nicht berührt werden dürfen von Hand. Die gehen dann kaputt. Das heißt, ich kann euch auch wärmstens empfehlen, es gibt bei DM und überall so eine 10x Einweg-Baumwollhandschuhe. Mit denen lassen sich Lampen super gut reinigen, weil ihr auch mit den Händen dann komplett alles schön anfassen könnt und gleichzeitig sauber macht und den Handschuh danach entweder in der Waschmaschine wascht, geht auf jeden Fall, oder auch wegschmeißt, wie ihr das lieber wollt. Auf jeden Fall mit diesen Baumwollhandschuhen lässt sich ganz klasse alles Mögliche sauber machen, indem ihr es einfach anfasst schon und damit schon rein. So, und dann sollte natürlich nicht vergessen werden, wenn ihr die Lampen putzt, gehört dazu auch, hier hinter mir, der Lichtschalter. Den Lichtschalter natürlich abmachen. Kurz mal, ihr könnt alle möglichen Lichtschalter, alle möglichen Steckdosen kurz mal abschrauben. Im Spülbecken kurz schön mit Seifenlauge waschen und dann schön abtrocknen oder trocknen lassen und wieder einbauen. Gehört genauso dazu wie Kabel von Lampen, die auch mal kurz geputzt werden können mit was auch immer, einfach mit ein bisschen Schwamm und Spülmittel. Das geht ganz einfach und das gehört natürlich genauso dazu wie der ganze Rest. Na, das war's dann, glaube ich, auch schon mit meinen Tipps für meine Lampen, für
Meine Zimmer, ich habe überall Deckenlampen, muss ich sagen. Ich weiß, mein Nachbar hat im Wohnzimmer gar keine. Der hat nur Stehlampen. Aber auch die müssen gründlich gereinigt werden. Meiner Meinung nach sogar noch mehr, da oben immer so viel, gerade im Sommer, so viel reinfliegt, so viel Tierzeugs und sowas alles. Die sehen auch immer so aus, als wenn sie nicht Pflege brauchen. Und doch, doch, die sollten auch, also gerade wenn ihr die mal nehmt, was da oben drinnen landet, das ist ganz krass. Das sollte man vielleicht mal beim Staubsaugen beachten und auch regelmäßig vorsichtig da aussaugen. Ja, ansonsten, wie immer, liest dir meine Alltagsroutine durch, liest mit dir meine Wochenroutine durch, mach wirklich alles schick, mach morgens deine Kleinigkeiten, welche auch immer dazugehören, wie Bett machen, sich anziehen, egal ob Wochenende oder nicht Wochenende, Zähne putzen, duschen, was auch immer dein gewöhnlicher Rhythmus, kurz 2 Minuten durchs Zimmer gehen, was wegräumen, Sachen nicht auf dem Boden liegen lassen, was auch immer. Und dann die ganz normale Wochenroutine für die einzelnen Aufgaben, dass deine Wohnung ein bisschen ordentlich bleibt und so weiter. Denk dran, Beweise beseitigen. Alles, was du je genommen hast, räum es auch wieder dahin zurück, wo es hingehört. Das kann ich nicht oft genug sagen. Also nimmst du irgendwas und benutzt es. Dann benutzt es bis zum Ende. Bis zum Ende heißt, im Endeffekt soll es da wieder stehen, wo es vorher war, wo du es rausgenommen hast, bevor du es benutzt hast, wo es dich nicht gestört hat, wo es seinen festen Platz hat. Wenn es keinen festen Platz hat, nimm dir das als Aufgabe, überleg den festen Platz dafür. Stell es erstmal auf den Wohnzimmertisch und sag, dafür brauche ich jetzt einen festen Platz, keine Ahnung. Mach das so, versuch deine Familienmitglieder auch dahin zu bringen, dass sie komplett wirklich alles, was sie benutzt haben, auch gleich wieder wegräumen. Was noch? Geh nie mit leeren Händen von einem Zimmer ins andere. Das ist auch was ich mir wirklich angewöhnt habe und auch angewöhnen musste in unserem Chaos unserer vielen Leute, dass ich wirklich, wenn ich gerade vom Wohnzimmer rausgehe, mein Wohnzimmertisch, habe ich euch erzählt, ist mein schlimmstes Projekt immer jeden Tag. Der wird so schnell voll, da sind so viele Sachen drauf, die immer zu erledigen sind und ich will den eigentlich immer leer haben, damit alle schön Platz haben und alles gemütlich ist. Nimm aus jedem Zimmer irgendwas raus. Immer gibt es irgendwo was. Im Wohnzimmer habe ich regelmäßig Kinderspielzeug, was ich gleich rausbringen sollte. Wenn du wirklich doll im Stress bist, dann legst du einfach an die Tür zum Kinderzimmer hin, damit du beim nächsten Mal, wenn du ins Kinderzimmer gehst, das auch wegräumst an die richtige Stelle oder irgendwas, was ins Bad gehört, im Bad kurz mal umblicken und schauen, ob da auch irgendwo was nicht hingehört, dass du gleich wieder mitnehmen kannst. Bei mir regelmäßig Wäsche von meinen Kindern, die gerade geduscht haben oder so und ihre Wäsche nicht geschafft haben, mit rauszunehmen. Dieses Beweise beseitigen, das Doppel-B funktioniert bei denen noch nicht so. Da ist auch immer die Duschmatte dann nicht wieder oben rüber gehangen und was auch immer. Lernen sie noch. Vielleicht, wenn sie nicht mehr bei mir wohnen, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich sag's jedes Mal. Wie gesagt, renn in jedem Zimmer, wenn du irgendwo lang gehst, rum, dass du schaust, dass du auch was mitnimmst und wenn es, wie gesagt, nur eine Kleinigkeit ist. Ansonsten sei fleißig, mach schön viel, probier deine Lampen, wenn du gute Tipps hast, schreib sie mir unten in die Infobox, schreib sie mir unten in den Kommentar. Freue ich mich drüber, freuen sich natürlich die anderen Abonnenten und Zuschauer auch, wenn jemand da gute Tipps weitergibt. Ansonsten, ich freue mich, wenn du mich unterstützt, wenn du dieses Video also teilst, wenn du mich abonnierst mit meinen Tipps und so weiter. Es ist natürlich frei, es ist, sind einfach nur nette, gute Tipps, Kochrezepte, Backrezepte, Nähanleitungen, ansonsten allgemeine Tipps. Ja, und ansonsten folgt mir doch auf Facebook, wie auch immer, auf Twitter. Und dann Miss Funny Home natürlich. Und ich wünsche dir eine wunderschöne Sauberputzwoche. Bis dann.